Also hier irgendwo rüsselt er rum. Achso, das sind nur solche Dinge da wieder, die da rumflattern. Ah, Carter, wo bist du? Stelle dich dem, was dich ängstigt oder verletzt. Rücksichtslose oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden. Gute Worte, mein Freund. Also hier geht es, wenn lang. Aber auch hier scheint der Rüssel wieder lauter zu werden. Das heißt, es könnte auch der rechte Weg sein. Ich glaube, erstmal gucken, müssen wir uns noch aufladen? Nö. Wir müssen nicht mehr bestäubt werden. Dann gehen wir hier mal hoch. Da lang. Nein! Ich fange schon wieder genauso gut an zu failen wie bei der letzten Aufnahme. Und zack, und zack. Da haben wir also eine Flasche drin. Die holen wir uns gleich. Ah, wo ist der Rüssel? Ich höre ihn hier jetzt auch nicht mehr ganz so wirklich gut. Ja, den möchte ich nicht übersehen. Ah, nicht schon wieder runterfallen. Böse, böse, böse Alice. Ah, hier rüsselt er wieder. Upsala. Nee, also ich bezweifle, dass wir hier richtig sind. Ah, Fluch noch eins, wo ist der Rüssel? Und ich glaube nicht, dass ich jetzt zurückkomme. Naja. Vielleicht haben wir noch Glück und es geht hier links irgendwo rum um. Hui! Den habe ich übersehen, dass es der Große ist. Hier, komm! Ach nee, so ein Geselle auch noch. Bitteschön! Ja, komm, komm, komm! So, jetzt ist er wieder rastig. Vielleicht haben wir ja Glück und der hier macht auch die da alle kaputt. Oha, lass mich hier raus, ich will hier weg. Oh, ein bisschen mehr freie Fläche zum Kämpfen. Und noch einmal, schön Tee hinterher. Einer erledigt. Na, komm, 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 Meister. Zack, zack, zack. Und komm, Verfallklinge, zeig deine magische Wirkung. Um den kümmere ich mich nicht. Ich sammle erstmal hier hinten alles ein. Ich glaube, den Rüssel werden wir wirklich nicht so schnell wiedersehen. Leider. Ja, 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 ja. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Na komm. Hinter. Und schön von hinten rannehmen. Ja? Ui! Ja, 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 von wegen und. Nachhauen gibt's nicht und erledigt. Rüssel, wo bist du? Oh Mann, ärgert mich das jetzt, dass ich den nicht gefunden habe. Es kann natürlich auch gut sein, dass ich ihn einfach penetrant übersehen habe. Na, das Problem ist halt, wie will man von hier zurückkommen? Ich sehe keine Wege. Noch ein Gimmick ausgelassen. Wer weiß, was da war. Eine Erinnerung. Sag mal so, wenn es nur Zähne sind, wäre es ja egal. Aber eine Erinnerung wäre schade. Boah, von Erinnerungen sprechen. Da haben Essen wir eine. Spielt in deinem Traum eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Der liebe Doktor. Schauen wir mal, schauen wir mal. Oh.
Hier können wir anscheinend etwas durch die Gegend springen. Ah. Ach, verdammt. Och, Menno. Gucken, da ist er. Genau da ist er. Jetzt aber. Oh. Mann, was für eine schwere Geburt, da drauf zu kommen. Zack. Und Punktlandung. Nein! Oh, ich will den goldenen Zahn haben. Ich will den goldenen Zahn haben. Ich will ihn haben. Feuer gebe ich hier nicht auf. Erst wenn ich den hab. Herr Okami, fail in Person. Erstmal nochmal gucken, hochjumpen, landen. Genau merken, wo es ist. Und wieder zu weit. Jetzt bleibt der Zahn da, wo er ist. Nein, einmal versuche ich es noch. So, genau dort muss ich hin. Es gibt es doch nicht. Also ich jumpe immer wirklich nur um so eine Kleinigkeit vorbei, ne? So. Komm, komm. Es gibt's ja echt nicht. Urig, wie schlecht man sich doch bei sowas anstellen kann. Oh, meine Güte. Na, ich bin ja auch noch so ein Dickkopf, der nicht aufgibt. Oh, getroffen! Oh, das musste sein. Allein für meine Ehre. Und für mein Ego. Letzteres wahrscheinlich mehr als Ersteres. Oh, oh, Zähne, Zähne, Zähne. Ein Labyrinth. Ich mag keine Labyrinthe. Okay, in die Richtung gibt es also ein Fläschchen. Das holen wir zuerst. Wow. Böser Kamerastück. Und der Rüssel ärgert mich immer noch. Maßlos bin ich von mir selbst enttäuscht. Oh, hier stampft aber ganz gut was durch die Gegend. Wer wird so sein? Vielleicht der Minotaurus. Hm, gab's den im Wunderland? Das würde mich aber nicht wundern. Wahrscheinlich wird es wieder der Riesenkartenkasper sein, der hier einfach mal nach uns schauen möchte. Der hat sich wahrscheinlich in die kleine Alice verknallt und ist deshalb immer so aufdringlich hier gegenüber. Da geht's zu Gegnern. Erstmal holen wir die Zähne. Dann gehen wir aber hier lang. Das sieht doch. Hier muss irgendwo. Oh! Da lädt er nach. Hier soll es also auch zu gehen. Zu gehen. Ich bin mir jetzt uneins. Gehe ich direkt dahin? Oder schaue ich lieber noch mal jetzt den anderen Weg, der uns vielleicht sogar an denselben Ort führt? Bevor ich noch irgendwas übersehe, werde ich erstmal hier lang gehen. Wenn nicht, können wir ja jederzeit zurückkehren. Ist ja alles gar kein Problem. Oh Gott, hier wegen einem Gegner. Okay, wegen zwei Gegnern. Oh, man hört die Karten schnaufen. Wie sie das hinkriegen ohne Lungen. Ich weiß es nicht, aber sie können's. Hey. Also wäre das hier auch der richtige Weg gewesen, beziehungsweise er war es schon. Na, laufen wir ihn halt nochmal. Lalilalila. Hi, Kollege. Bisschen Tee gefällig? So, Nummer 1 vom Himmel geholt. Ah!
Ich will den Großen da oben weghaben. Den Flattermann. Ah, lass mich in Ruhe. Ah, verdammt. Wenn ich ihn nur mal anvisieren würde. Ah, aua. Aua, nicht hauen. Jetzt aber. Du nervst mich nicht mehr. Und du auch nicht. Ui, aber der nervt. Und zwar gewaltig. Aua. No, Autsch. Wieder so eine blöde Kartenumarmung. Aufdringliche Typen. Was die nur alle immer von Alice wollen. Ihr seid doch... Oh, nicht, nein! Nicht darunter fallen. Viel zu alt für sie. Ja, komm. Los, los, los. Ja. Aus mit dem Generve. So. Gibt's hier noch irgendwas? Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Doch, runterfallen gibt's da. So, weiter geht's. Zähne, Zähne, Zähne. Ach, nö. Ich sag's doch. Er hat sich in Alice verknallt und ist deshalb immer so aufdringlich. Und da macht er jetzt erstmal auf den großen Macker. Und Mann, weil er sich nicht anders zu profilieren weiß. Er hat halt nicht genug Geld, um sich ein Bonzenauto zu kaufen. Oh. Iss mich. Hm. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Alice, lass dir den Kuchen schmecken. Na, mein Freund. Wie geil. Very, very nice. Wie schön dämlich die Karte doch geguckt hat. Ich bin nicht mehr der Größte. So, was gibt's jetzt? Oh, Alice hat wieder ihr altes Kleidchen an. Können wir jetzt die Randale machen als Riesen-Alice? Aha, so können wir hauen. So können wir trampeln. Auch schön. Aha. Als Riesen kann Alice mit Stampfen oder Schmettern angreifen. Greife die Türme der Königin an, um ihr Herz freizulegen. Aha. Reiße Schlosstore, die im Weg sind, ein. Hm. Ja, dann machen wir das doch mal. Und kriegen dadurch auch noch Zähne. Ach, wird einfach getrampelt. Wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen wir uns hier einfach. Schon ist gut. Oh, guck mal. Wie süß. Wie putzig. Und weg seid ihr. Oh, die können uns echt Schaden zufügen. Das ist aber unfair. Ja, ihr werdet einfach auf den Karten rumtrampeln. Ach, weg mit dem Tor. Riesen Alice, auf dem Weg. Ach, schon wieder so ein blödes Schachspiel hier. Da habe ich auch keinen Bock mehr zu. Weg damit. Na, Herzchen nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier vielleicht noch irgendwas? Schrumpfen wäre natürlich noch geil, damit sie mal kurz wieder auf Normalgröße kommt. Ach ja. Oh, Pupuk, 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 Pupuk. Lal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 a. Oh, was? Irgendwas schießt auf uns. Was ist denn so unverschämt? Ah, die Kanonen. Na ja, kommt, haut ab. Zack, zack und weg mit euch. Ah, jetzt hier Randale. Oh. Tentakel. Ich weiß nicht, ob die gesund sind. Na, scheinen auch Gegner zu sein.
wir da einfach so vorbei. Ach so. Die können wir einfach ausreißen. So. Day of the Tentacle. Wir müssen jetzt die Tentakel mit Tentakel kaputt hauen.